Also ich begrüße Sie und euch recht herzlich zur Pressekonferenz im Anschluss an das Spiel Spielvereinigung Unterhaching gegen Fortuna Köln, Endstand 2:2. Ein herzliches Hallo auch an die Gäste im VIP-Haus. Ich begrüße die Trainer zu meiner Linken, Uwe Koschinert, Trainer von Fortuna Köln. Rechts neben mir Klaus Schromm, Trainer von Haching. Ich bitte Sie, Herr Koschinert, ein kurzes Fazit über das Spiel zu ziehen, bitte. Ja, schönen guten Tag. Es ist, glaube ich, schon so, dass wir in Summe heute, wenn das gesamte Spiel sieht, von einem schon schmeichelhaften Punkt reden müssen. Basis für diesen schmeichelhaften Punkt war die Anfangsphase, bei der wir wirklich von einer Verlegenheit in die nächste gestolpert sind. Wir wussten, dass Unterhaching über eine enorm starke Ballzirkulation verfügt. Wir hatten eine Idee, aber so eine Idee, die kann logischerweise nur aufgehen, wenn alle zur gleichen Zeit dasselbe tun. Und zwar die große Problematik, dass wir in der Anfangsphase permanent Pässen und Laufwegen hinterhergelaufen sind. Und müssen uns da bei einem überragenden Torwart bedanken und mit Sicherheit auch bei dem ein oder anderen Schusspech der Hachinger, wenn ich an die beiden Aluminiumtreffer denke, dass wir nicht in Rückstand geraten sind. Wie es manchmal so ist in der Phase, das kannst du als Trainer auch nicht so richtig erklären. In der es dann scheinbar aber läuft, machen wir mit unserem ersten ernsthaften Schuss dann das 1-0. Eine schmeichelhafte Führung. In der zweiten Halbzeit, glaube ich, haben wir wieder in den ersten Minuten schon Probleme gehabt. Kann der Ausgleich fallen und dann aus dem Nichts heraus fällt das zweite Tor. Und dann haben wir natürlich geglaubt, dass wir immer schon die schlimmsten Situationen überlebt haben, dass wir das Ding irgendwann nach Hause kriegen. Aber das unter Haching Moral hat, das haben sie nicht zuletzt jetzt gegen Karlsruhe gezeigt. Die Truppe ist sofort zurückgekommen. Und normalerweise ist es dann natürlich in so einer Phase so, dass die Mannschaft, die zu Hause spielt, die 0-2 aufholt, dass die dann irgendwo Oberwasser hat und das Spiel gewinnt. Komischerweise haben wir mit den letzten Kräften in der Endphase, in der beide Mannschaften irgendwo vollkommen kontrolllos gespielt haben, wo es nur noch in beide Richtungen ging, haben wir tatsächlich die Situation etwas besser Richtung Strafraum durchbekommen, haben wirklich klarste Einschussmöglichkeiten gehabt, haben umgekehrt so die Konteraktion der Hachinger ganz ordentlich abgefangen und gegen Ende war es dann mit Sicherheit so, dass wenn noch ein Siegtreffer fällt, dass er wahrscheinlich dann für uns fällt, unterm Strich, aber müssen wir, glaube ich, mit diesem Punkt leben, können wir mit diesem Punkt leben und mit 10 Punkten aus den ersten 4 Spielen sowieso. Deswegen wünsche ich logischerweise meinen Kollegen und dem gesamten Verein viel Erfolg für die nächste Zeit. Es war heute ein tolles Spiel, muss ich echt sagen, auch von draußen zu coachen. Zwei Mannschaften, die sich bei den Temperaturen am Ende einer englischen Woche nichts geschenkt haben. So soll Fußball sein. Und nochmal, wir nehmen das Ding so, wie es heute gelaufen ist, sehr, sehr gerne mit. Vielen Dank. Danke, Herr Koschinert. Klaus, dein Fazit über das Spiel heute, bitte. Ja, Uwe, das hast du ordentlich analysiert, muss ich sagen. Da gibt es relativ wenig hinzuzufügen. Bitter für uns, dass wir jetzt unter der Woche nach einer ordentlichen ersten Halbzeit und heute, glaube ich, war die erste Halbzeit richtig ordentlich von uns, du hast angesprochen, sie haben Riesenprobleme gehabt und wir konnten auch diverse Chancen, viel mehr Chancen kreieren, wie jetzt gegen Wien Wiesbaden und ja, sitzen dann in der Halbzeit und sind zweimal 0-1 hinten. Da habe ich den Jungs jetzt gesagt, dass es einfach mal Faktum ist, wenn wir die erste Halbzeit weiter so spielen, dass wir nicht mehr oft 0-1 hinten sein werden, sondern dementsprechend auch mal sicher auch in Führung liegen. Dann kriegen wir es 2-0 und fangen da eigentlich einen Todesstoß, so gefühlt ein bisschen. Und auch so von der Wahrnehmung, vom Momentum gerade war es sicherlich gerade bei der Fortuna. Aber da auch wirklich nochmal Respekt und Hut ab, dass die Jungs da sich nochmal rankämpfen und, Uwe hat es auch schon richtig gesagt, normal dann, wenn du in so einer Phase und sowas dann das 2-2 machst, dann hast du mal das Momentum bei dir und das Momentum haben wir aus der Hand gegeben und dann müssen wir auch noch zufrieden sein am Ende des Tages, dass wir hier einen Punkt holen. Und sind wir aber auch, dass wir dann da jetzt im Alpenbauer Sportpark, ich glaube schon, geraume Zeit im Punktspielbetrieb umgeschlagen sind. Und es war jetzt auch immer wichtig, da auch einen Punkt da mitzunehmen. Wir haben jetzt, wie gesagt, Pause, haben jetzt Pokal Heidenheim vor der Brust. Das ist wieder ganz was anderes und sicherlich wieder ein ganz anderes Highlight. Aber das war sicherlich auch wieder ein sehr, sehr schönes, attraktives. Ich glaube, jeder Euro war gut investiert von den Zuschauern. Und dementsprechend hoffen wir natürlich auch, dass es dann auch so weitergeht. Danke. Danke, Klaus. Fragen von Ihnen, von euch? Schaut nicht so aus, dann könnt ihr, glaube ich, einfach. Ich bedanke mich für euch für, wie ihr selber gesagt habt, Bombenspiel. War offen. An Sie und euch auch vielen Dank, gute Nachhausereise und ansonsten, wie ihr wisst, weiter geht's heute in einer Woche, 15:30 gegen den FC Heidenheim und ja, bis dann, gute Heimfahrt und bis dann. Danke.